Oder können wir einfach einen Strommast bauen? Eieieiei, hätte ich ja auch drüber nachdenken müssen, oder? Zwei Kontakte. Ja, komm, stell dir mal bitte her. Den muss ich ja jetzt noch bauen, ne? Das ist ja nur der Entwurf. Okidoki. Strommast. Trafo und zwei Holz. Strommast. Gott, ist das cool. Ist das cool! So. Ich habe doch mein Holzlager hier, ne? So, einmal das. Einmal das. Und dann brauchen wir noch einmal Holz. Zack. Okay, kann ich dann jetzt von hier... Das cool. Ist das cool? Okay, das heißt, du brauchst aber jetzt hier Biomasse oder halt Blumen. Warte mal, habe ich nicht. Ich habe keine Biomasse dabei, oder? Die ich zwischendurch hier wegsnacke. Aber wir haben auf jeden Fall genug. Das heißt, ich hau da mal ein bisschen Biomasse rein und dann gucken wir mal, wie in der Kryptowährung. Sehr gut. Solange der Biogenerator mit Energie versorgt ist, wird die Kryptoform funktionieren. Ist das cool? Man kann das immer nur einmal. Okay, das reicht aber doch echt lange. Oh, wie... das geht aber auch schnell. Nice! Ist das nice? Wir kriegen Kohle! Wir kriegen Kohle! Dann können wir ja bald zum Händler und coole Sachen kaufen. Ah, ich sehe schon. Das Spiel wird uns sehr, sehr lange beschäftigen. So. Warte mal, was ich gelernt habe. Na schön, zeig mir das Rezept. Nö, definitiv kein Kaffee. Ich habe ja noch keine Bohnen. Manu. Was haben wir denn noch? Oh, ein Mini-Roboter. Suche im Garten auf dem Dach nach Entwürfen. Okay, Kaffee und... ja, die Brücke. Ja, wir müssen hier sowieso noch mehr bauen, ne? Werkbank, Beet, Fackel. Ja, für den Mini-Roboter brauchen wir den programmierbaren Kern, den wir beim Händler kaufen können. Da brauchen wir aber echt Kohle für. Wir haben jetzt eine Kryptofarm. Produziert große Baumaterialien wie Bohlen oder aus Metall. Ich glaube, das hier brauchen wir auf jeden Fall auch, ne? Müssen wir das Ding auch an Strom anschließen? Wahrscheinlich, ne? Kann ich dich noch daneben stellen? Komm, du kannst hier hin. Du brauchst Plastiköl. Oh Gott, viel zu viel. Plastik, das brauchen wir. Ich glaube, das hier, ne? Und dieses... hatte ich dieses Öl nicht schon? Ja, aber das sind nur zwei. Davon brauche ich, glaube ich, drei. Ne? Die Ölkanne. Die Ölkanne. Konnte ich das nicht irgendwo... das könnten wir doch herstellen. Oder war das hier am Feuer? Ja. Mit Fischöl und Altmetall. Fischöl haben wir aber auch noch. Rein damit, rein damit, rein damit, rein damit. Ja, eins brauchen wir noch.
Fischöl und Metall. Ich habe hier irgendwo in der Kiste noch Fischöl gehabt. Zack. Oh, hier ist auch noch Metall. So, muss dafür Feuer an sein? Natürlich. Dann können wir auch direkt nochmal den Eimer Wasser voll machen. Und Wasser abkochen. Wie viel Platz haben wir im Winter? Ja. Wir gehen angeln, nehmen Wasser mit. Ich hätte das so gern da hinten frei. Wir gehen angeln, nehmen das Wasser mit und kochen dann noch was. Machen dann erstmal den Eimer voll. Nice. Und dann angeln wir noch. Ich hab die Angel vergessen. Die hab ich ja in der Kiste. So ein Mist. Dann angeln wir später. Dann angeln wir leider später. Ich brauche Holz. Nein, nicht bohren. Ich würde hier gerne ans Holz lagern. Vielen Dank. Okay. Zack. Zack. Erstes Wasser. Erstes Wasser. Yes. Das da rein. Oh, nee, das hat keinen Platz. Gut, was können wir kochen? Ja, stimmt. Das hätte ich jetzt auch schon wieder voll vergessen. Das müssen wir machen. Dann machen wir noch Salat. Haben wir eh Hunger. Und aus dem Rest mache ich dann wieder Kohle. Zack. Okay. Schön ein bisschen was essen. Dann haben wir dafür noch das Öl. Zack. Verbessern. Ach, damit macht man Blech und Holz. Alternativ. Das ist ja auch gut zu wissen. Coole Sache. So. Ich habe zwischendurch schon immer wieder überlegt, so, was machen wir, wenn wir mal das ganze Holz aufgebraucht haben, weil wir es ja auch zum Anfeuern brauchen und so. Aber das ist ja cool. Die Werkbank haben wir. Die bauen wir dann später. Das ist die Presse, Blech, Bohlen, Biogenerator. Aber was müssen wir denn jetzt bauen, damit wir diese Konstruktionen hier kriegen. Was wir auch hierfür brauchen. Das da. Ressourcendrucker. Okay. Oh, krass, wie lange das hält. Wie viel Kohle haben wir denn jetzt schon? Gefällt mir. Verbessern. Mit Batterie und Trafo. Ja, dann bestimmt mehr Kohle raus. Du musst gegossen werden. Hier, bitteschön. Krasse Sache. So. Das packen wir mal hier in unser tolles neues Lager. Rein damit. Noch da rein. Immer noch bohren. P.
Pilze. Au. Okay. Aber ich glaube, die Bäume wachsen auch nach, oder? Dieser Ort bringt mich zum Träumen. Versprich nicht zu lachen. Für einen Moment hat es sich so angefühlt, als wärst du ein besonderer Mann aus meiner Vergangenheit. Würdest du der albernen Bitte einer Dame nachkommen? Würdest du dir einen Scheitel wie ein Aristokrat ziehen? Nur für einen Moment. Ich will sicher gehen, dass ich mich nicht irre. Ich kann nicht behaupten, dass mich zu frisieren auf meiner Agenda für heute stand, aber gut. Ich versuch's mal mit diesem Kamm. Ah, wie witzig. Okay, das heißt, wir müssen zu unserem Köfferchen. Hier ist der Salat wieder da. Ah, ich komme nicht dran. So. Ach, sind wir schon wieder voll. Dafür brauchen wir dann die Säge. Na, ihr Monster? Okay. Das hier ist das, ne? Muss ich dafür den Hut ausziehen? Maybe? Sollen wir das mal machen? Ja, nice. Ja, komm. Schick sie's aus. Mal gucken, was sie sagt. Hallo. Ich hab mich nicht geirrt. Hallo, Lucius. Erinnerst du dich, wie ich sagte, dass wir uns wiedersehen? Nein? Du erinnerst dich nicht? Dein Gesicht ist dasselbe, aber dein Blick ist ein anderer. Warte, wie hast du mich genannt? Das kann nicht stimmen. Aber ich erinnere mich an nichts. Vor langer, langer Zeit warst du als niemand Geringeres als der Chef von Unicorp bekannt, Lucius? What? Du warst meine große Flamme und du hast mich damals Mary genannt. Oh, wie du mich angesehen hast. Der Mann, der die Welt regierte, schaute mich an, als wäre ich eine Göttin. Damals habe ich dich mehr als mein Leben geliebt. Sag mir, Schatz, liebst du mich noch? Woher soll ich das wissen? Ich kann mich an nichts erinnern. Bitte was? Das ist der... Wir sind der Chef von Unicorp? Der diesen ganzen Scheiß hier verzapft hat? Really? Natürlich. Wie nett. Aber eine Jukebox und ein Mann ohne Erinnerung ergeben das schlechteste Duett des Jahres. Ha, siehst du? Ich weiß noch, wie man einen Witz macht. Die Vergangenheit sei dankbar dafür und lass sie los. Ich glaube immer noch, dass du dir einen Scherz erlaubst. Ich, der mächtigste Mann in Kosmopolis. Warum stecke ich denn hier fest? Wer weiß, vielleicht hat das Universum etwas ganz Besonderes mit dir vor, Schatz. What? What? Errungenschaft, Farmer, lass 20 Pflanzen in deinem Gartenbeeten wachsen. Dann sind die Pilze wohl fertig. Du bist mich da echt verarschen. Okay.
Ey, das find ich jetzt echt krass. Was machst du hier? Ey, Freund! Geh mal weg hier. Ist das krass? Dann war der Zeitungsartikel beim Flugzeug ja bei uns. Inventar ist voll. Das ist echt verrückt. Das ist echt verrückt. Okay. Inventar leer machen. Blaubeeren, Pilze. Den Salat können wir noch essen. Das kommt da rein. Ist das verrückt? Pack mal hier den Kram zum Angeln mit rein. Also, die Köder. Achso, wir haben ja noch das. Was haben wir hier noch? Plastik. Ach, das habe ich jetzt hinten drin, ne? Aber das kann hier rein. So. Das darf da rein. Den kannst du essen, mein Freund. Ja, wir haben auf jeden Fall jetzt ein bisschen Kohle gemacht, ne? Und es wird wieder hell. Komm, wir fliegen direkt zum Händler. Und gucken mal, was wir kaufen können. Was gibt's denn für Verbesserungsmodule? Ach ja, stimmt. Ja, ich erinnere mich. Alternatives Brennstoffmodul. Zweite Transporttasche. Wir brauchen den Ressourcendrucker. Ich möchte bitte den Ressourcendrucker. Okay, wir gehen erst zum Händler. So. Ah, das kostet 250. Das haben wir. Ja, entweder kaufen wir das und bauen den Roboter oder wir machen Kaffee. Pumpe. Batterien. Ah, das brauchen wir auch. Wir kaufen das. Wir kaufen das. Also, das ist auch cool. Es steht hier sogar bei, wenn wir es für eine Aufgabe brauchen. Aber die Kaffeesamen brauchen wir doch auch für eine Aufgabe. Egal. Wir sammeln weiter Kohle. Ich kaufe jetzt von dem Rest noch Kaffeesamen, dass wir Kaffee machen. Und dann das nächste Mal, wenn wir wieder Kohle haben, kaufe ich dann den programmierbaren Kern, damit wir dann diesen Roboter bauen können. So. Zack. Wieso pocht das hier? Wir gehen da nochmal hin. Gibt es jetzt hier was Neues? Oder ist das einmal fertig gelootet? Okay. Ah, da sagt er aber das Gleiche. Ja, das ist das Gleiche, was wir vorhin hatten. Unicorp gefreut, ich bekannte letzte Technologietest zur Bewusstseinsdigitalisierung.
Unser ehrenwerter Bürgermeister und Direktor von Unico Lush ist überzeugt, dass die Erdföderation nun keine erinnerungsträchtigen Moment mehr verlieren wird. Ach, hör auf, ey. Okay, das würde ich nämlich auch nochmal gerne lesen. Geht es immer heiß her, berühmt-berüchtigte Filmmusik-Sternchen, wurde erneut Arm in Arm flanierend mit Daten gelöscht, gesichtet. Das ist schon so ein kleiner Rotschopf hier, ne? Also es könnte schon sein. Verrückt. Ticket. Aber hier scheint es sonst nichts Neues zu geben, ne? Den Storyteil haben wir. Und ansonsten scheint es hier nichts mehr zu geben. Hallo. Ja, wir gehen mal zurück zur Karte. Wir können ja mindestens eins noch abfliegen. Da haben wir ja genug Platz noch. Einen Platz haben wir ja frei. Treibgut oder Plastik? Wir gehen hier hin, oder? Plastik haben wir gerade ja noch. Genug, was wir brauchen. Mögliche Funde. Treibgut. Alles, was nicht auf den Boden gesunken ist, treibt an der Wasseroberfläche und sucht ein neues Zuhause. Tada. Das braucht gar keinen Drohnenplatz. Das kriege ich direkt ins Inventar. Gefällt mir. Jupp. Vielen Dank. Das kann man also immer einsammeln. Okay, cool. Okay, cool. So, und das hier kostet 200. Das freizuschalten. Und das gibt's erst ab Level 2. Dann kommen wir wieder nach Hause. Also da müssen wir den Turm auf Level 2 bringen für.